Nachhaltigkeit fängt nämlich in erster Linie in uns selbst an. Es ist eine Grundhaltung, die ich versuche, der Frieda jeden Tag zu vermitteln. Die Haltung, Tiere zu achten, den eigenen Körper zu schätzen und zu lieben, dankbar für unsere Erde und die Natur zu sein, achtsam zu konsumieren, das Leben zu genießen und Vertrauen in sich selbst haben. Ich bin die Raffi, ich bin 25 Jahre alt und ich lebe mit meinem Mann gemeinsam in Linz. Und wir haben eine 1,5-jährige Tochter namens Frieda. Also für mich ist Nachhaltigkeit immer schon ein großer Teil von meinem Leben. Und eben seit die Frieda jetzt dazugekommen ist, überdenke ich halt Sachen doppelt und versuche mich selber auch nochmal weiterzuentwickeln und ihr eben diese Nachhaltigkeit einfach weiterzugeben. Für uns war von Anfang an eigentlich klar, dass wir mit Stoffwindeln zum Beispiel wickeln wollen, weil meine Eltern das auch schon gemacht haben. Wir haben noch Stoffwindeln von mir als Baby gehabt und die haben mir meine Eltern auch gegeben. Genau, also von daher, das war eigentlich die Inspiration, die mich da dazu geführt hat. Und sonst habe ich auch immer wieder Menschen kennengelernt, die mich einfach inspiriert haben. Wo ich Bernie kennengelernt habe, der hat mich auf ganz viele Sachen aufmerksam gemacht. Wir haben extrem viele alte Sachen, die wir wiederverwendet haben. Genau, also so hat sich das dann irgendwie auch in das Thema Kindererziehung einintegriert. Und wir haben eigentlich da weitergemacht, wo wir vorhand auch schon waren. Und dann sind wir halt auch Ideen einfach gekommen, wie zum Beispiel die selbstgemachten Feuchttücher oder diese Quetschis, diese wiederverwendbaren. Also die mag Frieda im Sommer halt extrem gern, aber für mich ist das so ein großer Teil an Müll, den ich jedes Mal da wegschmeiße. Und das wird sie sicher mal merken, okay, die Quetschis kann man wiederverwenden, ist ja cool. Also natürlich sind das einmal meine persönlichen Ansichten über das Ganze und ich habe das Gefühl, dass das sich bei mir finanziell, zeitlich extrem gut ausgeht. Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt beim Thema Stoffwindeln, dass es jetzt nicht schlimm viel Zeit mehr braucht, weil ich habe meine Windeln, die nass waren, gesammelt in einem Behälter und dann habe ich halt alle 2-3 Tage eine Waschmaschine eingeschaltet und die Wäsche aufgehängt. Natürlich sind es vielleicht eine Viertelstunde mehr Arbeit, aber jetzt prinzipiell bin ich nie in das Gefühl gekommen, dass ich jetzt überhaupt keine Zeit dazu hätte, neben der Frieda. Ja, und zum Thema Geld. Also wir haben sicher schon extrem viel Geld gespart durch das, dass wir gebraucht einkaufen. Also wo man natürlich dann auch wieder mehr ausgeben, ist in Sachen Lebensmittel einkaufen. Wenn man unverpackt einkauft, zahlt man halt großteils einfach mehr. Aber ich habe dann das Gefühl, das kommt dann irgendwie wieder in die Waage. Also das, was ich eben bei Alltagsgegenständen wie Gewand, Spielzeug, Ding spart, das kann ich halt dann dafür in gute Lebensmittel investieren. Also so habe ich irgendwie das Gefühl bei mir. Aber ich kann, wie gesagt, immer nur von mir reden, so wie es ich empfinde. Es gibt sicher andere Konstellationen, wo das vielleicht nicht ganz passt. Aber es geht ja darum, dass ich meine Erfahrungen dazu und das sind eben meine Erfahrungen. Nachhaltige Erziehung mit Kindern bedeutet für mich, dass ich meiner Tochter eine bewusste Lebensweise lerne und ihr Wege aufzeige, wie man es anders machen kann. Genau, auch wenn ich eben nur ein ganz kleiner Teil von dem großen Ganzen bin, ist trotzdem, finde ich auch wichtig, dass ich meinen Beitrag dazu eben leiste, dass das eben möglich ist, dass Frieda auf einem guten Planeten aufwächst, wo Menschen und Natur irgendwie im Einklang sind.